Wir wurden in Südtirol von der Landesrätin Martha Stocker herzlich empfangen. Sie haben uns geschildert, was Südtirol alles tut, um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, was sie tun, um Barrierefreiheit in den Gemeinden, in den Orten umzusetzen. Es gibt eine Verpflichtung, innerhalb von 5 Jahren Barrierefreiheit herzustellen, gemeinsame Anpassungspläne zu errichten und umzusetzen. Dann war ein ganz wichtiger Punkt barrierefreier Tourismus. Ein Highlight war der Besuch des Schloss Trautmannsdorf. Ein Schloss, wo mit ganz tollen Glasaufzügen historisches Gebäude barrierefrei erschlossen wurde und wo auch die Gärten einfach beeindruckend waren. Ein weiteres Highlight war Inklusion in der Schule. Seit über 30 Jahren sind die Sonderschulen in Italien und in Südtirol abgeschafft. Und wir konnten uns in der Schule in Neumarkt direkt überzeugen im Unterricht, wie das funktioniert, wie Inklusion in der Schule verwirklicht wird. Und sehr beeindruckend war einfach die Selbstverständlichkeit. Die Schule sagt, in unserer Gemeinde kommen alle Schülerinnen und Schüler in unsere Schule. Keiner wird ausgeschlossen. Großartig war bei der Tour, dass wir diese fantastische Landschaft Südtirols verbinden konnten mit Touren, Vor-Ort-Besichtigung zusammen mit der Selbstvertretung in Südtirol. Wir waren mit People First, der Selbstvertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, zu einem Bergsee unterwegs und sie haben uns zwischendurch geschildert, wie sie es machen, mit leichter Sprache Wahlen zu erklären, wie sie bei den letzten Landeswahlen in Südtirol Seminare vor Ort mit den Menschen mit Lernschwierigkeiten durchgeführt haben, um eben das Interesse und die Teilnahme an den Wahlen zu erleichtern. Wir waren unterwegs mit der Seilbahn von Bozen auf den Ritten. Ein beeindruckendes Erlebnis. Koblenz ist schon beeindruckend, aber das ist noch mal wirklich ein Stück weiter auch und höher, wie es da geht. Die Vertreter vom Blindenverband haben uns erläutert, wie sie beteiligt waren bei den Planungen dort, dass ein gutes Leitsystem ist, um dort hineinzukommen. Und es gibt auch im Bereich Arbeit Sozialgenossenschaften in Südtirol. Das ist vergleichbar mit unseren Integrationsfirmen. Und dort gibt es eine Sozialgenossenschaft Independent, die machen schon seit über 10 Jahren eine Erhebung und eine Webseite und Broschüren zu barrierefreien Tourismus. Also jeder und jede, die nach Südtirol fahren will, kann sich wunderbar erkundigen mit Informationen, mit Bildern, mit ausführlichen Beschreibungen, wo es wirklich gut und barrierefrei ist, in Südtirol unterwegs zu sein. Musik